So, liebe Leute, weiter geht's heute mit der Historic GT und zwar Track Day Series. Ja, machen wir weiter. Und heute wieder den Ford. Ich glaube, in der letzten Folge den Ferrari gefahren haben, machen wir ja mal ein bisschen Abwechslung. Ich versuche ja mal so weit wie möglich alles reinzubringen. Und der Anfang macht Pace, Arc de Triomphe mit 5,32 Kilometer. Drei Runden, die uns dann heute anstehen. In diesem Auftakt hier. Auch heute wieder vier Rennen, morgen dann nochmal vier und dann geht es am Donnerstag passend, absolut zum Finale. Und dann haben wir es geschafft. Hier sind wir nun mit der ersten Runde. Kristen, was denkst du? Ich denke, dass die Fahrer einen weiten Weg hinter sich haben und ich meine nicht die Anreise, sondern wie sie sich ihre... Okay, angreifen. Ich gebe es weiter. Okay, angreifen bestätigt. Heute wollen sie aber auch recht von mir viel. Das war jetzt ein bisschen mehr oder weniger damit beschäftigt. Ah, schade, den hat's. Der Kollege, der will ja auch nochmal. Der eben gerade im Lauf sogar Dritter geworden ist. Also nicht im Lauf. Gestern im gestrigen Abschluss der Runde gewonnen. Ja, aber es reicht für Platz 6 jetzt. Ein bisschen uns nach vorne zu arbeiten. Aber heute nur drei Runden hier in Paris. Am Arc de Triomphe. Eiffelturm an der Stelle, wo ich auch selber schon gestanden habe, also gut am Eiffelturm bin ich selber schon gestanden. Ich war 2011 in Paris. Auch irgendwie so eine Spontanaktion eigentlich nur. Und dann sind wir natürlich ja auch am Triumph worden und diesen weltberühmten Kreisverkehr gefahren. Ja, ich muss sagen, Paris ist nicht ganz billig. Vor dem Park nicht, also findet man Parkplatz. Hat es auf jeden Fall auch nicht gescheppert, das Gefühl. Verstanden. Gebe Anweisung zum Angreifen. Dann hol dir mal ein paar Autos. Okay, es wird angegriffen. Naja. Geht so schön und durch den Tunnel durch. Jetzt haben wir, nämlich die Ruhe, dass wir ein bisschen uns ein bisschen ansetzen können. Wenn ja nicht so dieser irre Rutscher gewesen wäre. Hier wieder einen Kuss mit der Mauer. Ah, Paris macht sich so einfach. Und hier sind wir dann am Ende. Und hier ist auch dieser Kreisverkehr, den ich meine. Der geht dann hier nämlich rum. Tolle erste Runde. Du bist in Führung. Hat er, glaube ich. So, auf jeden Fall führen wir ein Rennen an. Bester Rennen waren 2019. Also bisschen mehr abdeutet zu sehen. Aber wie gesagt, hier der Abschluss, den macht dann am Ende der Österreich mit dem Red Bull Ring. Morgen haben wir nochmal ein Vierer mit der Hypercar Series und dann geht es morgen ins Finale. Also kriegt es auf jeden Fall hin. Zum Beispiel auch komplett durch. Und zum anderen ist es jetzt hier. Ja, ich bin auch ziemlich froh, dass ich den Ford habe, weil der nicht so krass rutscht wie zum Beispiel der Ferrari. Gefühlt rutscht der Ferrari mehr. So, in der nächsten Folge nehmen wir den ja wieder, wenn es möglich ist. Ich weiß gar nicht, wie die Autos, was für Autos wir kriegen. Gucken wir mal. Danach haben wir noch eine Runde. Wir haben hier schon schön unten drin. Wie der heißt jetzt, weiß ich gerade nicht.
Uiuiuiui. Glück gehabt, dass wir uns nur, dass wir uns zweimal komplett gedreht haben. Müssen wir echt aufpassen. Auf einmal hast du sie wieder an der Backe kleben. Also zwei Pirouetten. Okay, angreifen. Ich versuch's weiterzugeben. Okay, angreifen bestätigt. Ja, ich möchte, dass er ein bisschen mitzieht, dass wir auf jeden Fall den Auftrag schon mal mit Platz 2 holen. Weil ich will so gut Ergebnis wie möglich haben. Mit dem fahren wir auf jeden Fall zum Durchfinale. Und hier geht's dann nochmal in unsere letzte Runde. Ihr findet Fahrrad, los geht's. Bleib in Führung. Letzte Runde. Ja, er möchte natürlich gerne nicht vorbei. Und er greift uns tatsächlich an. Okay. Ah, das warst jetzt du. Da bist du, hast du mich jetzt in die Wand gedrückt. Und er geht vorne weg. Das hast du ja mir ein bisschen kaputt gefahren jetzt. Eigentlich war ich souverän weg vorne. Und dann hieß es am Ende, ich gebe. Also ich habe mir gesagt, er soll angreifen. Oh bitte, das ist doch dein Teamkollege. Ja, mein Gott, aber ihr darf ich angreifen oder was? Ihr darf ich wegschießen. Das komplette Heck ist durch. Und das Ford GT. Aber gut, der Motor kriegt so ein bisschen mehr Kühlung. Der sitzt ja weit fort hinten. Man sieht ihn ja. Dann geht es mal fort. Wohl sehr fair. Wie gesagt, das hast du mir kaputt gefahren. Du bist mir ins Auto gefahren. Und ich habe dich jetzt so ein bisschen berührt und da sagst du mir, ich bin angepisst auf dich. Okay. Oh, dann haben wir doch wieder erwartet, mal ein spannendes Rennen nochmal. Das war eigentlich ein bisschen anders gedacht, als ich das jetzt so gesehen habe. Eigentlich haben wir relativ gut dabei vorne schnell. Naja, mit der Wand, ich hab's schon gesehen. Aber ich versuche mich jetzt gerade ein bisschen von meinem Teamkollegen zu halten, dass wir den Auftrag erstmal holen. Die Antwort war, von dir lasse ich mir nichts befehlen. Na klar. Ja, ich hoffe, dass du bis zum nächsten Rennen abkühlst. Den Auftrag aus Paris holen wir uns. Und diesmal lasse ich dich nicht vorbei, weil der erste Move kam von dir. Er war sogar schneller mit der Runde 2 jetzt hier. Ja, okay. Ja gut, okay. Gut, gehen wir jetzt rein in Lauf Nummer 2. Das Ding wollen wir natürlich auch nach Hause fahren hier. Die Grid World Series führt uns diesmal in die brütende Hitze von Havanna. Havanna, 3,45 Kilometer. Und hier sind es 4 Runden. Und die Schaltung von 8 und 12. Verstanden. Angreifen. Ich gebe es weiter. Ich gebe ihm natürlich schon mal die Anweisung, dass er sagt, ja geil. Okay, es soll angreifen. Das wird angegriffen. Ja, 4 Runden Havanna hier in Kuba. Ah ja, mein Gott, dieses Weg. Dieses Unnötige noch in die Wand, wenn ich drücke. Man will von Platz an. Ja, du gehst mir ein bisschen auf den Sack gerade, mein Gott. Nein, das sind hier gleich die Berührung, klar, aber das ist ja was anderes, als wenn man. Mein Gott, Alter! Ja, ab geht's in die Botanik. Wenn ich mich auch die ganze Zeit dann mich wegdrücken, mich wegchecken. Und ich habe den ersten Lauf ziemlich. Okay, das war jetzt nicht.
Ich glaube, du hast jemanden wütend gemacht. Ja, wenn du die Chance hast, wenn du am zweiten dran warst und die Chance hast, vorbeizugehen, würde ich dich einfach mit so einer Aktion komplett aus dem Konzept bringen. Verschwinde von mir. So, jetzt sind wir zumindest mal wieder auf 12. Wir gehen jetzt auf in die zweite Runde. Als Elfter. Du bist in der Mitte des Feldes und kommst in Runde 2. Komm, Jo, gib mir ich habe Anweisung gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Und die nächste ist der Rechtskurve. Angreifen bestätigt. Da komme ich nicht rein. Hier. Aber die fährt aber auch so assi, ne? Mein Gott, Alter, gehst du mir auf den Sack, ey. Mit die kann man nicht mehr holen. Dich kann man nicht fair überholen. Du Kaskal, du drückst einen sofort wieder weg. Es ist immer die gleiche. Ja, das war's. Das Rennen ist gelaufen. Ach, schick mich, schick mich doch mal. Es ist nicht das erste Mal, weißt du, meine Wiederbewegung. Also ich bin sauer auf dich. Ich knall dich. Ich darf dich jetzt offiziell wegknallen, aber die ganze Zeit machst du es selber. Es ist nicht das erste Mal, Leute. Naja, okay, egal. Ja, muss mal Platz 16 muss jetzt wieder vorarbeiten. Das Traurige ist, dass die auch noch dafür sind, dafür belohnt werden. Und wir gehen jetzt. Jemals älter, jetzt als 16. in den letzten Runde. Ja, dritte Runde. Leg einen Zahn zu. Ja, würde ich ja gerne, wenn du mal wirklich versucht kannst, vorbeizugehen. Wenn man wirklich mal überholen könnte, jetzt mal die Leute, dann würde das gehen. Wieder vorbeigewischt. Okay. So, okay. Also bin ich ja kein Fan von dieser Tori-Historik-Serie. Wundere dich nicht, wenn du dafür attackiert wirst. Das war aber jetzt auch selber schuld, wenn ich ehrlich bin, wenn man so rauszieht in dem Moment. Okay, angreifen. Ich geb's weiter. Genau das meine ich jetzt. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Oh Mann. Das hasse ich wie die Pest. Du kriegst noch einen mit. Ich kann nichts dafür, Kollege. Wir haben noch vier liegend. Ja, der erste Wagen ist in der letzten Runde, weil sie mir regelmäßig mal noch etwas sauer. Letzte jetzt. Runde. Versuche in die Top 3 vorzustoßen. Ja, bin dabei. Dass der Rennen so wenig so beschissen lief. Mal einmal an diesem Bremskonzer vorbeikommen, sonst wird's so, jetzt hast du aber vielleicht ein bisschen zu viel Lücke gelassen. Ja, jetzt hab ich's nicht. Ja, noch nicht. Jetzt hab ich dir wieder ein bisschen was aufgelassen. Der wird jetzt von mir nicht sagen, aber tut mir leid. Die Antwort ist nein. Da konnte ich nichts für, tut mir leid. Das war echt nicht bewusst gemacht. In dem Moment, wo ich angreifen wollte, da vorne. Es liegen mehr als 5 Plätze zwischen dir und deinem Rivalen. Da wollte ich vorbei an dir. Dann krieg ich doch einen mit und dann bin ich nicht eingedriftet. Eingerutscht. Das voll auf der Bremse kann ich was. Und dann gewinnen wir eigentlich dieses absolut verkorkste Rennen, aber na, irgendwie noch.
Okay, egal, passt. Wir haben dann vorne. Das ist jetzt erstmal das Allerwichtigste. Wir haben ein Rennen gewonnen. So. Gut. Dann geht's jetzt weiter mit Lauf Nummer 3. Ja, Lucia, da hast du gar keine Chance gehabt, am Ende mich noch zu kriegen. Zwei, dreimal hast du mir noch einen mitgegeben, aber danach habe ich dir gesagt, ne, das machen wir nicht. Das Spiel schon. So, nächster Lauf. Lauf Nummer 3, wie gesagt. 40 sind wir jetzt mittlerweile schon vom Level her. Wir haben über 242 Millionen. Der führt uns jetzt nach Indianapolis auf den North Circuit. 4 Runden drin. Und wir stehen auf. Er steht auf 1. Ja, das ist gut. Das macht es ein bisschen einfacher, nach vorne zu rücken. Und dann hoffen wir mal, dass wir den nächsten jetzt gleich noch. Was für eine tolle Stimmung hier in Indianapolis. Chris, okay. Was kannst du uns zur Strecke verraten? Also, wie viele wissen, war es hier, wo es zu meiner ungeplanten Pause vom Rennsport kam. Ich will endlich wieder hier fahren. Mit der Strecke habe ich noch eine Rechnung offen. Mein Rat für diese Strecke ist... ich gewinne dieses Ding. So, von 16, 1 und 16. Also normalerweise stehe ich links als der andere. Das ist halt nicht. So, wir fangen an auf jeden Fall mit den Indianapolis. Wir wollen diese Strecke unbedingt gewinnen. Klar, ja, das wäre der dritte Laufsieg. Aber wir müssen es irgendwie mitrichten heute. Und da steht unser Spezi. Ja, das ist die falsche Seite der Strecke. Habt ihr doch gesehen, was passiert ist. Lass mich schon gehen. Bis auf 12, ja. Bis wir nach vorne gekommen sind. Ich hab's eigentlich auf ein bestimmtes Auto abgesehen. Das kann ich jetzt schon mal aufziehen, wenn du wieder hinter mir ist. Verschwinde. Ich bin da gerade ein bisschen angezickt, weil es mir gerade wieder auf den Sack geht. Man muss mit 90 Euro mit Vollspiel und kriegt doch einen mitgezogen. Das war die falsche Seite. Das ist ein bisschen weit außen gewesen. Krieg es hin. Na, doch noch an die Lücke reingeflüchtet. Jawohl, passt. Und jetzt jagen wir unseren lieben Kollegen. Klar, jetzt werden die Gegner wahrscheinlich ein bisschen krasser. Jetzt werden sie nämlich wollen sie uns natürlich jetzt richtig auf den Sack gehen. Und das ist jetzt nicht das erste Mal gewesen, dass ich in den Rennen, wo ich gut vorbeigehe, dass man da komplett rauszieht, wenn man wegschießt. So, auch hier sind so 4 Runden. Gute Arbeit in der ersten Runde. Du bist auf dem zweiten. Ja, ich bin dran an dem Führungsmomentum. Wenn er das Ding gerne gewinnt, als den gewinnen würde. Ja, warte mal. Ich glaube, ich krieg den sogar noch hier kassiert. Ja, passt. Wir führen ein Rennen mal wieder an. Dritter Lauf heute. Von 4. So, dann haben wir morgen nochmal einen Vierer und dann ja, haben wir übermorgen den letzten. Das schöne Showdown, ein großes Showdown hier bei der Grid World Series. Also rein führen wir momentan, das ist das Wichtigste, auch wenn sie uns dann teilweise echt ans Leder wollen. Das war die Hälfte des Rennens. Ja, das erste Mal, dass wir eine Runde jetzt beenden. Als Führender. Boah, Glück gehabt, dass wir schön da umgezogen sind. Schön da umgedürftet sind, aber
Passt. Wofür dann renn an? So. Nächste Strecke, das weiß ich jetzt schon, ist der Red Bull Ring. Dann sind wir durch. Wir fahren jetzt noch die letzte Runde hier in gut. Wir sind heute in Indianapolis. Verstanden. Gebe Anweisung zum Angreifen. Ja, greif mich an, setz mich mal ein bisschen ab da hinten. Okay, angreifen. Letzte bestätigt. Runde. Bleib in Führung. Letzte Runde. Meinst du, das ist. Letzte Runde ja in Indianapolis. Also dieser nächste Strecke ist ja nochmal der Red Bull Ring. Gleich in die alles entscheidenden letzten. Ja, da eine Straße gehen. Aber es ist nicht für uns, sondern das ist für irgendeine Konkurrenten. So, und dann geht es jetzt auf die letzte Gerade und dann sind wir heute durch. Und wie gesagt, nächste Strecke ist dann der Red Bull Ring. Yes. Auch den Lauf haben wir gewonnen. 1 und 2, sehr gut. Das sind sehr gute Ergebnisse momentan, die wir da rausholen. So. Nächster Lauf, letzter Lauf heute. Und dann sehen wir uns im Red Bull Ring. Grand Prix Circuit. 4 Runden. 4,3 Kilometer ist diese Strecke lang. Und das wollen wir natürlich auch noch heute triumphieren. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Wenn man vom Punktestand ausgeht und davon, wie das letzte Event gelaufen ist, habe ich so eine Ahnung, wer gewinnen wird. Ich sag's dir gleich unter vier Augen. Nicht mehr lange und wir werden wissen, wie es ausgeht. Also bleiben Sie dran. So, okay. Von 6 und von 14. Für ihn ist das natürlich ein mega Rückschlag. Okay, wir können es natürlich ein bisschen versuchen. Ich versuch's weiterzugeben. Von wegzusetzen. Okay, es wird angegriffen. Ist mir gerade ziemlich egal, ob ich da jetzt anrufe. Ich ziehe in dem Moment aber nicht, wenn einer mit Vollgas vorbeigeht, da so ekelhaft raus. So, wir wollen natürlich hier auf den Rekorrek, warum auch immer der und dann noch andere abbricht, ausbricht. So, letzter Lauf heute. Dann haben wir morgen nochmal den Vierer. Und dann sind wir. Also das ist fies. Ich mag das halt überhaupt nicht. Wenn ich dann anbremse und jetzt sich auch nicht spät entscheidet, sondern ich spreche auch nochmal aus schnell.
geht's in die nächsten zwei Kurven für diese Runde. Und dann haben wir die zweite Runde 2. Verstanden. Angreifen. Ich gebe ja, weiter. Gib ihn. Hol ihn noch mal einen Blitze. Oder ein paar Blitze. Okay. Angreifen bestätigt. So, wir sind jetzt guter in Start. Zwei. Bleib an der Spitze. Ja, wir. 10. Sitz. Ja, ich hatte da mal einen Sprung. Man hat diesen Schub nach vorne nicht machen. 9. Ja. Hol ihn, komm an, hol ihn die 8. Jawoll. Bremsen. 7. Ja, er macht's gut, er arbeitet sich uns weg da vorne. Jetzt mal von ganz hinten gestartet, mal hinten jetzt mittlerweile Mitte der zweiten Runde auf. Oh, da hat es wieder gehört. Oh, da hat es gekracht irgendwo, glaube ich, da hinten. Ich glaube, das wäre nicht von auf 6. weil Nummer 4 besser gemacht. Also muss das auf jeden Fall eine Situation gegeben haben. Wir gehen jetzt gleich in die vorletzte Runde für heute. Also wirklich vorletzte Runde, weil es der letzte Lauf ist. Ich habe Anweisung gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. So, Runde 3. Okay, du hast gerade die Hälfte des Rennens absolviert. Jetzt wirklich gleich in die letzte Runde. Schön weit rausgekommen. Das hoffe ich ganz gerade. Angreifen. Ich gebe es weiter. Letzte Runde. Bleib in Führung. Letzte Runde. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Verstanden. Gebe Anweisung zum Angreifen. Komm, bleib dran an dir. Im Moment ist Angreifen nicht möglich. Ja, da auf jeden Fall war irgendwo ein Dreher drin oder sowas. Und irgendwo war eine Situation drin. So, jetzt geht es ja auf die lange Gerade. Gibt es hier nochmal eine Linkskurve gleich, dann gibt es rechts, noch nach rechts und dann sind wir durch. Gehst du links? Ne, zwei links hoch, passt. Okay, angreifen. Ich versuch's weiterzugehen. Ja, mach mal bitte. Okay, es wird angegriffen. Wollt ihr noch mindestens. Jawohl, schön da, 7. Vielleicht schafft er noch einen 6. Komm. Leute, liebe Leute, mit dem Thema Historic, und das war es dann auch bei Grid, also sprich mit dem Thema Historic. So.
So. Gut, dann haben wir das Thema auch. Wie gesagt, Thema Historik ist dann abgeschlossen. Ich bin auch ziemlich froh drüber, weil puh, die Autos sind teilweise echt rutschig am Arsch. Immer mal wieder so Situationen. So, auch hier haben wir das eigentlich relativ souverän nach Hause gefahren. Na gut, das war außer in Paris, da haben wir unsere, echt unsere Schwierigkeiten gehabt. Und wir haben es tatsächlich geschafft, beide Autos vorne reinzubringen. Und wieder ein 1, 2, 3. Sehr, sehr gut. Dankeschön. Gut gemacht, Kollege. Langsam arbeitet er sich auch nach vorne. So. Und den vorletzten Lauf sehen wir uns dann morgen um 14 Uhr an. Dann geht es mit den Hypercars und dann gibt es hier das Finale. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder um 14 Uhr. Bis dahin und tschüss.